Ja, Existenzanalysen. Also ihr habt mich ja dann auch noch vor die Frage gestellt, dass ich eben jetzt nicht meine Talks da irgendwie so abspule. Und irgendwie wolltet ihr ja wissen, oder eine Aufgabenstellung war, wie kommt man dann selber in die Kunst überhaupt rein und was waren eben so auch so vielleicht die prägenden ersten seltsamen Momente. Ein Spiel, das ich auch gerne so mit meinen eigenen Studenten manchmal spiele, wo es mich auch interessiert, wann hat es bei denen denn irgendwie so Knack gemacht, dass man sich jetzt plötzlich für Kunst interessiert oder für Kunstähnliches und nicht so für Mathematik. Da kommt man natürlich auf elterliche Prägungen. Mein Vater war so was Ähnliches wie ein Hobbykünstler, Bastler, so ein Allrounder-Typ, vielleicht so ein typischer Vertreter auch von der Nachkriegsgeneration, wo also Leute eigentlich gar keinen richtigen Beruf gelernt haben, sondern dann irgendwie versuchen, sich so als Maurer erstmal durchzuschlagen und irgendwann mal dann eine Kneipe zu haben oder so. Und dieses Allrounder-mäßige, das hat mir irgendwie doch oder scheint mir im Nachhinein noch etwas, was eigentlich so für mich vielleicht begehrenswert war oder auch für meine künstlerische Praxis begehrenswert ist, dass man doch verschiedene Funktionen vielleicht einnehmen kann in diesem Betrieb oder in diesem Spiel, in dem man dann so da drin ist. Ein anderer wichtiger Moment war das natürlich auch der Nachahmung. Also das heißt, wenn ich da zugucke, wie der das macht, dann kann ich das dann auch. Wenn ich dann irgendwie sehe, was weiß ich, in so Kunstbüchern Leonardo da Vinci oder sowas, wie der dann so zeichnet und ich mache das dann irgendwie als Kind so nach und ich sehe, das ist so ähnlich, dann, ja, dann ist es irgendwie so ein Erfolgserlebnis zum einen, aber vielleicht ist es auch auf der anderen Seite so eine Art von Konzentration oder Auseinandersetzung mit so einem visuellen Ergebnis, das einen hohen kulturellen Wert hat. Und man sieht plötzlich, man kann diesen kulturellen Wert auch selbst erzeugen. Aber Kunst hat mich eigentlich nicht groß interessiert, auch der Kunstunterricht in der Schule nicht, bis so also ein Ereignis eintrat, dass nämlich die Kunsterzieherin Postkarten uns hat ziehen lassen, so aussuchen lassen, und die sollten wir abmalen, Postkarten von Künstlern. Also heute so als kunstpädagogischer Sicht denkt man irgendwie, hat die einen Rat ab oder sowas, aber das hat mir total Spaß gemacht. Ich weiß noch genau, es war der Tiger von Franz Marc und wieder, super, das sieht so ähnlich aus wie das Original. Und ab da, und das genau die Stunde hat bei ein paar Leuten in der Klasse so Klick gemacht und plötzlich waren so wir so fünf Leute in der Klasse, in einer Schulklasse, fünf Leute, die plötzlich Kunst machen wollten, wo dann die Kunsterzieherin gemerkt hat, hey, die interessieren sich, ich biete denen nachmittags noch einen Ölmalkurs an oder so ein Zeugs. Und dann waren wir eben fünf Leute, die dann hier an die Akademie in München gegangen sind, das heißt gehen wollten, natürlich brav mit der Mappe unterm Arm, aber dann wurde man abgelehnt. Das wurde man das erste Mal abgelehnt, das zweite Mal abgelehnt und in München das dritte Mal abgelehnt. Jetzt bin ich ja da Professor. Also irgendwie schafft es man ja doch dann da rein. Ich habe dann angefangen, Schweinchenbau, Kunsterziehung auch in Realschule zu machen, was aber dann irgendwie unbefriedigend deswegen war, weil ja immer doch so dieses Künstler, das Bild vom Künstler noch so dahinter schlummerte. Irgendwie ist man da immer so ein bisschen unbefriedigend rausgegangen, weil es war ja eigentlich keine richtige Kunstausbildung, das. Also weiter Versuche an die Akademie zu kommen, jetzt in Nürnberg. Da ging es dann leichter mit dem ganzen Schrott, den ich dann in der Schule gemacht hatte. Das hat die dann doch irgendwie interessiert. Und das war dann 1977, das war auch noch für mich ein wichtiges Datum, weil das eben gerade der deutsche Herbst war, zu dem wir uns da beworben hatten. Also da kam so beides zueinander, dass überall auf den Kreuzungen die Bullen mit Maschinenpistolen standen, dass man gefilzt wurde als, was weiß ich, 20-Jähriger oder wie alt war ich da, und dass man dann diese Aufnahmeprüfung dann machen durfte in Nürnberg. Das Interessante dann in Nürnberg oder an dieser Akademieerfahrung, die sich dann anschloss, war für mich eigentlich immer Gruppenerfahrungen. Also Nürnberg als doch eine relativ konservative Akademie damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das hat eigentlich sofort so zum Widerspruch gereizt. Und man hat dann auf diese Weise schon einige Leute dann auch gefunden, ganz automatisch, die vielleicht einen ähnlichen Widerspruchsgeist hatten. Und mit denen haben wir uns dann zusammen, haben wir uns dann auch da ein bisschen daneben benommen, sodass wir dann die Akademie verlassen mussten, sind dann gemeinsam nach Düsseldorf ausgewandert und da haben sich dann
unsere Wege dann doch vielleicht so wieder getrennt für eine Weile. Ich habe also dann 3 Akademien genossen, also Düsseldorf hat mich dann auch nicht gehalten. Ich wollte dann doch irgendwie wieder nach München zurück. Deswegen, weil ich in Bayern, dann in Nürnberg diese ganzen Kunstpädagogik-Scheine schon hatte und dachte, so sicherheitshalber, das ist dann vielleicht schon ganz gut, wenn man noch so einen Rückhalt hat im Künstlerdasein. Obwohl Düsseldorf eigentlich war für mich so die interessanteste Erfahrung, weil nämlich parallel sozusagen diese Beuys-Zeiten, die waren ja lang vorbei und nur Mythos nur noch. Aber was stattfand, war eben, dass außerhalb der Akademie, also kurz sozusagen die nächste Straße, die Ratinger Straße, das war eigentlich damals so ein bisschen das Headquarter der deutschen Punkbewegung oder so. Und obwohl ich das am Anfang so vom Land her kommend erstmal ziemlich befremdlich fand, war das also dann aber doch ein ziemlich starker Motor sozusagen, der dann wahrscheinlich auch die künstlerische Haltung geprägt hat. Das heißt, ich bin halt da 1979 dann vielleicht einer von diesen jungen, neuen, wilden Malern geworden und wurde da auch in der Folge so ein bisschen rumgereicht. Das war halt dann so meine Art erste Karriere, die aber vielleicht nur so 2-3 Jahre dauerte, weil sich nämlich dann eben die Gruppen durchgesetzt haben in den 80er Jahren. Also die Mülheimer Freiheit, der Moritzplatz und auch diese Hamburger Gruppe, Büttner Oehlen und so weiter, das waren ja diejenigen, die sich durchgesetzt haben und alle anderen sind eigentlich ziemlich schnell dann rausgefallen. Das Erstaunliche oder das für mich Interessante war eben an den frühen 80er Jahren, dass tatsächlich jeder das machen konnte und auch gemacht hat. Also diese, wenn man will, Instantmalerei, das hatte ja nichts mit neuen Bildern zu tun, in dem Sinne, dass man jetzt da irgendwie so einen Expressionismus wollte oder so. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Geschichtsverfälschung schon damals gewesen. Sondern es ging eigentlich eher um so eine Art Punkgäste, eben dieses höchste aller künstlerischen so Genres, also die Malerei, auf diese Weise zu entwerten, dass man sagte, das kann ich auch mit so einer Hauruck-Malerei sozusagen. Und wichtig war eben auch noch, dass man eben gar nicht viel brauchte. Also damals war zum Beispiel Video-Equipment noch wahnsinnig teuer. Also Videokünstler zu sein, da brauchte man schon mal ein Startkapital von, was weiß ich, ein paar tausend D-Mark oder sowas. Um Maler zu sein, brauchte man vielleicht gerade 20 Mark und hat im Baumarkt so ein paar Pinsel und Farben eingekauft. Also da war halt eben schon interessant, wie schnell der Kunstmarkt, der ja diese Malerei damals begierig aufgesogen hat, wie schnell der Kunstmarkt dann zu einer Ausdifferenzierung geführt hat, dass also diese ganzen, wenn man mal will, so Einzelkämpfertypen sofort mal rausfielen oder nach einer ganz kurzen Weile und dann sich eher so Künstlergruppen durchgesetzt hatten. Was ja auch logisch ist, also wenn was neu ist, glaubt man halt eher dort, wo Leute zusammenstehen und sagen, wow, das ist aber geil, dieses komische Ding, den glaubt man ja mehr, als wenn man ein Einzelner dasteht und sagt, das ist aber geil, dieses komische Ding. Ja, also Gruppen dienen ja schon immer dazu, Diskurse zu verfeinern und durchzusetzen. Genau, hallo. Also diese Gruppensache, auf die ich auch später nochmal komme, die waren sozusagen für mich da schon ziemlich erfahrbar. Gott sei Dank wurde ich aber aus diesem ganzen Feld dann auch, habe ich mich da auch relativ bald verabschiedet. Der Bayerische Freistaat hat mir ein Stipendium in Chicago spendiert und das hat mich dann sozusagen endlich auch aus dieser deutschen Szene rausgelöst, von sozusagen weiter weg. Deswegen ermutige ich auch Studenten immer zu einem Auslandsaufenthalt, denn wenn man da mal draußen ist, sieht man ja diese eigene Herkunft, die eigene Szene, aus der man da so kommt, wirklich mit total anderen Augen und sieht eigentlich, wie dünn und dürftig diese ganzen Sachen so konstruiert sind. Also das, was sich von innen anfühlt, wie ich bin sozusagen in der Spitze des Hypes oder sowas. Hier geht es total das ab und der hat jetzt eine Ausstellung, oh Gott. Ja, und diese ganzen scheinbaren Wichtigkeiten, die fallen ja von außen gesehen völlig als völlig irrelevant zusammen. Und das war dann auch so quasi der Abschied für mich
von dieser Art von Malerei definitiv und hatte mich dann mit erstmal überhaupt nichts beschäftigt, außer vielleicht auszugehen. Und damals in Chicago gab es diese House Music, Acid House, ganz neu. Zu dem Zeitpunkt wurde ich auch immer eingeladen, in der Lothringer Straße was zu machen. Das war, glaube ich, 88 in der Gruppenausstellung. Und ich habe dann diesen Schlauch da hinten abgeteilt und da drin so eine House Music Disco gemacht mit so Super 8 Projektionen und Loops. Aber bei diesen Auslandsaufenthalten, die wirklich wichtig sind, kommt natürlich dann auch irgendwann schon mal das Problem, was macht man dort eigentlich? In den USA, sage ich jetzt mal. Wie ernährt man sich dort, wenn die Stipendiumsknete ausgeht? Und was ist im Endeffekt dann auch das künstlerische Material, mit dem man umgeht? Und das war Ende der 80er für mich schon interessant, dass jemand wie Jeff Koons hier in Oberbayern sich seine Skulpturen hat schnitzen lassen in Oberammergau und die hat vergolden lassen und dass das alles sehr barock- oder rokokomäßig aussieht. Das war also ein dermaßen unverfrorener Umgang mit diesem Art von kulturellem Material, dass man nur sagen konnte, Respekt sozusagen. Aber einem selber bricht es dann irgendwie, der ja hier aufgewachsen ist, bricht es ja dann auch irgendwie schon das Herz so ein bisschen von dieser Art von Unverfrorenheit, die da stattfindet, weil man das Ganze ja viel besser einordnen und lesen kann. Also das hat für mich dann bedeutet, ich gehe wieder nach Deutschland zurück, obwohl ich das nicht möchte eigentlich, obwohl ich das damals unter Kohl völlig langweilig fand, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass mein kulturelles Material eben dort ist, wo ich das Material eben auch lesen und verstehen kann. Und nur dann kann ich mit diesem Material auch entsprechend arbeiten. Und das war dann der Punkt, wo ich dann nach Deutschland zurückging und in eine Stadt, in der ich vorher noch nicht gewesen war, nämlich Köln. Und da hat sich dann für mich sehr viel Neues getan, weil ich nämlich dann aus Versehen oder aus Zufall ein leerstehendes Ladenlokal gefunden habe. Und über Nacht habe ich dann entschieden, dass ich das nicht wie ursprünglich geplant als Atelier nutze für meine Bastel- und Spielarbeiten oder Malereien, sondern dass ich versuche sozusagen etwas zu machen in diesem Zwischenbereich zwischen dem Laden, der ja auch eine Galerie sein könnte oder was auch immer sein könnte, und eben der Öffentlichkeit, die davon Notiz nimmt, die da dran vorbeiläuft. Und der ganze Laden war zufälligerweise noch im belgischen Viertel, das heißt eben genau da, wo auch noch, oder in der Nähe von vielen Galerien. Und das war eben dann eine Ausgangssituation, die auch wiederum sehr schnell zu einer Art von Kollektiv- oder Gruppenproduktion geführt hat. Der Raum hieß dann Friesenwall 120 und da hatte ich mich dann erstmal verabschiedet von so einer Art individuellen Künstlerfigur, die Objekte herstellt, hin zu einer anderen Produktion, die mit Ausstellungen an sich arbeitet oder mit seltsamen Verfremdungseffekten, wo man gar nicht weiß, ist das jetzt eine Ausstellung oder was soll das dann hier, wo auch soziale und politische Komponenten ins Spiel kamen und immer auch wichtiger wurden. Also für mich ist da eigentlich dann geprägt worden diese Idee Selbstorganisation, was das heißt, dass eben Selbstorganisation nicht ist Selbsthilfe, also nicht damit zu verwechseln ist. Also Selbsthilfe sozusagen wäre etwas, was bestimmt, also um den Unterschied vielleicht klar zu machen, es gab ja mal diese Idee der Produzentengalerie. Und das würde ich als Selbsthilfe bezeichnen. Also das heißt, fünf Künstler schließen sich zusammen, teilen sich die Miete an so einem Raum, zeigen dann sich und ihre Freunde und tun so, als wäre das jetzt auch eine Galerie und arbeiten auch genauso, wie eine Galerie arbeitet, nämlich mit dem Herzeigen von Objekten und würden sich weiterhin finanzieren, vielleicht durch den wünschenswerten Verkauf dieser Objekte. Aber das spielte überhaupt keine Rolle für uns, also dieses Herstellen von Objekten oder sozusagen der Versuch, so ein Galerieformat zu imitieren, sondern es war eigentlich eher so ein Treffpunktsraum, wo es eher darum ging, wie man zusammen Ideen entwickelt und welche Form diese Ideen haben, spielt erstmal keine große Rolle. Also welche
Was für Ideen es sind, spielt natürlich eine Rolle, aber nicht, welche Materialität die annehmen. Und für mich wurde dann der Raum eben, oder diese Erfahrung mit dem Raum und mit den Leuten eben wichtig für zwei verschiedene Dinge, die eben einerseits Selbstorganisation sind und auf der anderen Seite auch Akademie sind. Denn diese 4 Jahre, wie ich das mit den Leuten zusammen betrieben habe, das war dann im Endeffekt meine beste Kunstausbildung, im Sinne aber von einer Selbstausbildung oder einer gegenseitigen Ausbildung. Ich habe also in diesen 4 Jahren am meisten gelernt. Und von da aus ging es dann los, dass ich mich für Akademie als Ausbildungsinstitution und für eine Kritik der Akademie interessiert habe. Ich habe dann hier im Münchner Kunstverein quasi fast wie eine Retrospektive später mal ein Projekt gemacht, das hieß Sommerakademie. Das war unter Helmut Draxlers Zeiten noch. Und da war eigentlich die Idee dahinter, dass eben Akademie, also ähnlich wie zu Platons Zeiten vielleicht, also auch immer ein selbstgegründeter Kommunikationszusammenhang ist, der nicht unbedingt ein Haus braucht und der auch nicht unbedingt sich institutionalisieren muss. Denn wenn man die Geschichte der Kunstakademie nach Päffner anguckt, dann war das ja etwas, was sich dann erst im 16. Jahrhundert ausgebildet hat, nämlich die Erziehungssituation einer Akademie. Im Übrigen war die Akademie im Absolutismus zum Beispiel durchaus vergleichbar mit dem Bachelor- und Master-System heute. Also es gab da auch Punkte zum Beispiel und einen Stundenplan und all diese Dinge. Aber das führt jetzt zu weit. Denn das war jetzt eigentlich nur die Vorrede. Ja. Zwei Zwischenfragen. Wann war der Friesenwald? Was für ein Jahr? Das war 82, 84? Nee, das mit dem Raum in Köln, mit dem Friesenwald, das war ja zwischen 1990 und 94. Das war in den 90er Jahren, ja. Und die Sommerakademie war wann? Die war 94 oder 95. Ja. Vielleicht als lustiges Resultat von dieser Sommerakademie noch kam ein Buch raus, das hieß Akademie und hat eben auch mehr oder weniger zum Inhalt gehabt, Leute, vergesst die alten Institutionen, Kunstakademie, macht eure Akademien selber, macht sie temporär. Das war so ein bisschen die Message und ich bin dann wie so ein barfüßiger Prophet so durch die Provinzen gezogen und habe das gepredigt, bis ich dann eben selber in der Provinz eine Professur angeboten bekam, nämlich in Bergen in Norwegen. Und da war ich dann konfrontiert mit eben, ja, jetzt bist eben gefangen da in dieser Institution, vielleicht. Also die Frage hat sich dann für mich gestellt, ob man mit diesem Motiv der Selbstorganisation noch innerhalb von Institutionen arbeiten kann, zum einen, oder zum anderen, wenn man die Akademie ohnehin selber machen kann, wofür sind die Akademien dann noch da? Und da kam ich eigentlich zu dem, worüber ich jetzt im Folgenden reden wollte, nämlich zu diesem Forschungsbegriff oder zu dieser Frage Kunst und Forschung. Denn die Antwort wäre eben gewesen, okay, vergesst, macht eure Akademien selber. Diese Institutionen, wie sie jetzt sind, können zur Forschung hergenommen werden. Ja? Aber die interessantere Ausbildung sozusagen ist die Ausbildung, die man sich selber macht, die Ausbildung, sozusagen die selbstorganisierte Akademie in bohemistischen Zirkeln sozusagen. So rückblickend auf meine eigenen Erfahrungen, wie ich sie jetzt sozusagen versucht habe zusammenzufassen, ist mir dann aufgegangen, dass ich eben in diesen, das sind ja jetzt mittlerweile so 30 Jahre gewesen, dass ich in diesen 30 Jahren eigentlich durch so verschiedene Phasen der Forschung durchgegangen bin. Das ist jetzt aber ein Spiel, das ich hier aufmache. Ja? Also ich sage, dass das, was ich da in Düsseldorf gemacht habe oder was die Leute in Düsseldorf gemacht haben oder in den 80er Jahren gemacht haben, diese Art von vielleicht Instantmalerei, dass das so etwas Ähnliches wäre wie pubertäre Forschung. Also das wäre eine Kategorie, die ich aufmache, pubertäre Forschung. Das andere, was dann passiert ist im Friesenwald 120 mit diesen Leuten zusammen, innerhalb dieses Kunstszene-Zusammenhangs, das wäre meines Erachtens bohemistische Forschung. Und was ich jetzt mache oder versuche jetzt zu machen an der Akademie, das wäre institutionelle Forschung.
Ich komme dann noch vielleicht oder hoffentlich am Ende des Talks noch vielleicht zu drei Beispielen. Nämlich einerseits, was wäre zu verstehen unter Corporate Public, ein Öffentlichkeitsbegriff, der mehr oder weniger von großen Firmen geprägt ist und von Privatisierungsformen. Eine andere Form der institutionellen Forschung, die ich in Hamburg, da war ich auch nochmal 3 Jahre als Gastprofessor, die ich dort betrieben habe, war eine Untersuchung zusammen mit Studenten zum Thema Lebensreform. Also was ist da Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich so passiert in so bohemistischen Kreisen? Wie verhält sich das, was damals passiert ist, also sozusagen so eine Art Auseinanderbrechen von einer homogenen oder vielleicht homogenen Gesellschaft in kleinere Fraktionen, Fraktionierungen, die alle sozusagen ihr Heil irgendwo suchen, unterhalb dieser oder außerhalb dieses Gesellschaftsbegriffs. Und was ich momentan mache und jetzt hier in München mache, ist eben eine Untersuchung zum Thema Bohème. Also weil München ja mal so eine tolle Bohème hatte, war dann, wie ich hier den Job gekriegt habe, auch die Frage, was ist da momentan eigentlich los? Warum hat oder hat München heute eine Bohème? Kann es eine haben? Oder warum hat es keine? Und das nochmal historisch zu untersuchen und sich dann auch zusammen mit einer Studentengruppe sozusagen von Anno Dunemal in die Jetztzeit so vorzutasten und diesen Bohème-Begriff zu untersuchen. Gibt es bisher irgendwelche Fragen? Du hast eine Sache ausgelassen, Stefan, du bist ja selber Künstler auch noch, du machst Ausstellungen. Das ist jetzt kommt auch vor. Abgegangen. Ja. Also das war auf deine Position im Kunstmarkt und so weiter, ich meine, da hast du ja auch, bist ja genauso präsent. Ja, im Markt würde ich sagen, bin ich nicht so ganz präsent. Ich habe so das Gefühl, dass diese ganze Woge der Geldausschüttungen und Ruhmausschüttungen an mir vorbeiging. Aber das, was weiß ich, das kann man. Aber du stellst ja aus in Galerien und auf Messen, diese ganze Geschichte. Also was hat das für einen Stellenwert in deiner Tätigkeit? Soll ich da direkt jetzt darauf antworten? Ja, warum nicht? Ja, ich bin ja noch nicht ganz fertig mit meinem Vortrag, aber. Nee, aber wir können ja mal so eine Frage runter dazwischen nehmen, da wird es auch nicht so langweilig. Ja, ich arbeite in der Tat mit 2 Galerien zusammen, die Galerie Nagel in Köln und die Galerie für Landschaftskunst in Hamburg. Beides hat auch wiederum eher private Gründe, weil den Christian Nagel kenne ich eigentlich von Urzeiten hier aus München, wo der selber noch studiert hat. Und der hat dann, wir hatten aus der Baschan-Klasse herauskommend in Landshut mal eine Ausstellung gemacht und da hat ein Freund, der Pavel Schmidt, den Nagel rangezerrt und hat gesagt, ja, der studiert Kunstgeschichte, der hält jetzt hier den Vortrag. Und seit der Zeit kenne ich den und habe seinen Weg so ein bisschen verfolgt. Wie ich da in Chicago war, hat er gerade hier in München seine Galerie aufgemacht und hat es dann eher in den Mitte der 80er Jahre mit Konzeptleuten angefangen. Und erst in Köln habe ich ihn dann wieder getroffen. Und er hat mir dann, wie ich diesen Friesenwall gemacht habe, mit den anderen Leuten zusammen auch angeboten auszustellen. Und ich habe gesagt, solange ich diesen Raum habe, kann ich mich ja theoretisch selber ausstellen. Aber das wollte ich natürlich nicht. Und erst danach habe ich dann angefangen, bei ihm was zu machen, wobei die erste Ausstellung zum Beispiel eine Ausstellung war, wo ich dann auch wiederum thematisiert habe, für mich selber, so eben, wie ist es überhaupt, wenn man jetzt wieder anfängt, Kunst zu machen, weil das davor hätte ich jetzt nicht notwendigerweise als meine Kunstproduktion bezeichnet. Ja? Und wenn man jetzt wieder sozusagen als Einzelkünstler in der Galerie arbeitet, was ist das? Und habe dann sozusagen meine eigenen Anfänge da auch nochmal mit reingetragen. Also habe auch zum Teil ausgestellt irgendwie so, so Sachen, die ich dann in Schulheften von mir gefunden habe. Habe das aber dann wiederum gekreuzt so mit der deutschen Romantik, eben diesen Künstlerbildern, die jetzt gerade vielleicht hier auch so in der Erziehung so noch ziemlich dominant sind. Also dieses romantische Künstlerbild, das
romantische Genie und so weiter. Habe dann auch einen Film gemacht über die deutsche Romantik, über das Elbsandsteingebirge, wo ich dann hingefahren bin und so Geschichten. Mit der Galerie für Landschaftskunst arbeite ich deswegen zusammen. Das ist eigentlich für mich das interessantere Modell, weil das ein Raum ist, der in Hamburg eigentlich aus dieser Selbstorganisation herausgewachsen ist, immer eigentlich so mit den ökonomischen Problemen von so einem Raum hart zu kämpfen hatte, die sich immer professionalisieren wollten, aber eigentlich irgendwie auch nie die Definitionsmacht über ihren eigenen Laden abgeben wollten. Ja? Und die jetzt immer noch in diesen Kämpfen mittendrin sind, wie überlebe ich? Und wie kann ich aber eben trotzdem sowas wie eine Galerie eben selbst betreiben, mit einem Umfeld von Freunden sozusagen. Und die Zusammenarbeit mit denen ist natürlich schon eine andere als wie mit der Galerie Nagel, der jetzt ja so einen professionellen Kurs fährt mit allem, was dazugehört. Und da, wenn ich mit Künstlern selber zu tun habe, die so einen Raum machen, ist es natürlich schon was anderes und viel angenehmer. Ja? Was Sie da eben als letztes gesagt haben, passt genau zu einer Frage, die ich stellen möchte. Und zwar, weil ja so etwas wie Artist Feeling auch zu einem Teil immer was damit zu tun hat, wie ist mein Gefühl, wenn ich meinen Kontostand anschaue. Würde ich gerne so eine Art einer schlaglichtartigen Beleuchtung Sie gerne fragen, wie haben Sie denn damals diesen Laden finanziert, auch wenn es nur ein Detail ist in Ihrer Karriere, aber weil Sie doch erzählen, dass es nicht in einer Art einer Galerie gewesen ist, ja, sondern einfach nur ein Raum, in dem etwas passiert und die Öffentlichkeit wenn das war oder eben auch nicht. Deswegen würde mich einfach interessieren, wie haben Sie das finanzieren können mit Ihren Freunden zusammen? Ja, genau, das ist natürlich eine wichtige Frage, die kann man jetzt auch noch über andere Phasen da ausdehnen. Also mehr oder weniger mein Hintergrund ist ja jetzt schon derjenige, dass die Eltern mehr oder weniger so zwischen Arbeiterklasse und unterer Mittelklasse sich so bewegt hatten. Das heißt, da war schon irgendwie dann so Geld da, dass man studieren konnte und so weiter. Dann kam eben so eine Phase, wo Stipendien eine richtige, wichtige Rolle spielten. Und dann im Endeffekt war das mit dem Rahmen, mit diesem Raum insofern wirklich interessant, weil der Raum, dieses ganze Viertel stand damals auf Abbruch und der Raum war deswegen relativ billig, da schwappt natürlich jetzt auch das andere Problem Gentrifizierung mit rein. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden. Aber wie ich dann angefangen habe mit dem Raum, dachte ich, okay, wie ist denn das? Als Künstler, als wenn ich jetzt weiter Bilder malen würde, ja, dann bräuchte ich ja auch ein Atelier. Dann bräuchte ich auch Farben und Leinwand und all diese Dinge. Und dann stelle ich diese Dinge her, brauche vielleicht ein Lager. Und dann ist immer noch nicht gesagt, ob ich das überhaupt verkaufe. Und das waren eigentlich so ein bisschen die Parameter, also dieses Budget sozusagen, dieses selbstorganisierten Malerkünstlers oder sowas, das war dann für mich schon so der Rahmen, und der für mich vielleicht so finanzielle Parameter abgesteckt hat. Und das Geld ist dann daher gekommen, dass ich für diese Hausbesitzerfirma da Hausmeister gemacht habe. Und eben, dass wir da gezwungen waren, sozusagen ganz billig zu produzieren. Also das hat sich dann im Endeffekt als ein unheimlicher Vorteil herausgestellt. Also dass man eigentlich kein Geld hatte. Also ich zeige deswegen oft gerne diese Ausstellung von Tom of Finland und einem anderen Künstler, ich habe den Namen jetzt vergessen von dem anderen, den hatte ich nämlich in einem Pornoladen gefunden. Der Pornoladenbesitzer war auch ein bisschen Kunstsammler und der hat die Arbeit von dem unbekannten Künstler in den 60er Jahren gesammelt, und ich dachte, das ist eigentlich, sieht eigentlich verrückt aus. Es ist momentan, wo Malerei so total out ist, ist es eigentlich vielleicht ein ganz interessanter Beitrag wiederum zur Malerei. Und kann man mal zeigen. Ja. Sieht man das, wenn man das jetzt groß macht? Ja. Also das waren vorne diese Malereien, die ich mir dann ausgeliehen habe. Neuer Beitrag zur Malerei der Mit-90er.
Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt wesentlich mehr sieht. Das Foto ist an sich schon schlecht. Also es waren so sehr reduzierte, an Hardedge angelegte Formen, die auch so einen erotischen Unterton hatten. Aber sozusagen die Bilder konnte ich mir umsonst ausleihen. Und dann gab es eben die Geschichte mit Tom of Finland. Das ist der hier. Kennt man ja Tom of Finland, oder? Also Tom of Finland, dessen Arbeiten ich zuerst in Chicago eben gesehen habe, bei der Gallery Feature. Das war auch das erste Mal, dass der Hudson hieß, der diese Arbeiten im Kunstkontext gezeigt hat. Denn vorher war der eigentlich nur in so Sportsmagazinen für Männer erschienen und vielleicht in so einer schwulen Subkultur. Aber er hat das eben dann in seiner Galerie gezeigt. Und ich dachte, das würde gut zu diesem anderen passen und habe dann den Hudson angerufen und habe gesagt, du kannst du mir vielleicht Fotokopien von diesen Zeichnungen schicken. Und er fand das erstmal lustig, hat es dann auch gemacht. Die Zeichnungen kamen durch den Zoll. Der Zoll hat es auspacken lassen, um zu gucken, ob das Originale sind. Es war klar, das sind Fotokopien. Er ist ein bisschen errötet aufgrund des erotischen Inhalts und hat aber dann gesagt, er kann dann, natürlich sind Fotokopien, kann er nichts für verlangen. Also diese Ausstellung sozusagen hat insgesamt $6 gekostet. Ja, das war eben die Fotokopien und das Rüberschicken von ein paar Fotokopien. Und das ist halt, ich sage das jetzt so lange, weil es halt für mich immer das schöne Beispiel ist, wie billig man produzieren kann und wie dann eben dieses günstig produzieren müssen eigentlich dann auch ein Vorteil gewesen ist. So. In Vertrauens Wien hat man gesagt, Künstler kommen entweder aus der Arbeiterklasse oder aus der Oberschicht, wenn sie was erreichen. Das interessiert mich, was du zu diesem Statement sagst. Ja, das glaube ich stimmt auch so. Also mir hat immer jemand gesagt, der Mark Dein hat mir erzählt, ja, Damien Hirst kommt eigentlich aus einem Arbeiterklassenhintergrund und er hat überhaupt kein Problem damit, seine Arbeiten zu verkaufen und auch teuer zu verkaufen natürlich, weil das natürlich das Normalste auf der Welt aus so einem Hintergrund ist. So, und dass es aus der Oberschicht auch klappt, das kann ich auch verstehen, weil natürlich dann in dem erweiterten Bekanntenkreis wahrscheinlich ziemlich viele Leute froh sind, wenn der Bub oder das Mädel dann irgendwie dann in Galerien zeigt oder so. Also, ich glaube schon, dass das so stimmt. Aber würdest du sagen, dass aus der Mittelschicht nicht klappt? Oder? Ja, aus der Mittelschicht, glaube ich, kommt dann eher vielleicht so diese Mittelschichts-Schuldkomplex, so dass Kunst ja eigentlich so was Idealistisches ist. Und wenn man jetzt damit Geld verdient, ist es dann irgendwie fragwürdig oder man muss es zumindest thematisieren. Also da ich aus so einem Mittelschichtverhältnis komme, stehe ich natürlich in dem Lager. Eine Frage, wenn Sie mit dem heutigen Wissen das Zeitrad nochmal 30 Jahre zurückdrehen könnten, ja, was würden Sie anders machen? Oh fuck. Ja, ich hätte wahrscheinlich dann schon vermehrt noch, als ich es ohnehin gemacht hätte, mich so vielleicht in so Gruppenarbeiten eingeklinkt. Also das war für mich halt immer auch am spaßbetontesten, wenn man dann innerhalb dieser kleinen Gruppe da in Nürnberg, wo ich erzählt habe, dass wir uns da irgendwie dann, worum es, da ging es irgendwie darum, um Bewertung da nach dieser Zwischenprüfung. Und wir haben uns dann unter dieses Podium in der Aula gelegt, eine ganze Nacht lang, dass wir dann am nächsten Früh, wenn die Professoren kommen, da schon drunter sind. So. Und solchen Spaß halt, das war schon irgendwie ziemlich gut. Also so hätte ich eigentlich mehr arbeiten sollen. Es gab halt dann die Phase, aber die war vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann so viel gelernt hat, wo man halt dann meinte, man müsste also seine eigene Künstlerkarriere als so ein Individuum gehen. Und ich glaube, das ist eben so ein Mythos. Also natürlich kommen Individuen oft am Ende raus, aber das von vornherein in der Akademie oder vorher schon sozusagen so zu glorifizieren als dieses angeblich radikale, freie und unabhängige Individuum, das finde ich falsch. Und natürlich bin ich da manchmal auch auf diesen Leim gegangen und das hätte ich dann vielleicht anders gemacht. Ja. Das andere ist aber jetzt die Forschung über Bohème, die wir jetzt institutionell machen, also in München in Form eben dieses Seminars.
Und da sind wir eben zurückgegangen zu den Anfängen dieses Begriffs. Also es kommt ja aus Frankreich und Bohème hieß ja eben Zigeuner. Und Zigeuner deswegen, weil aus Böhmen, weil die dachten, die Zigeuner kommen alle aus Böhmen. Also hieß es, der Böhme und der Zigeuner war sozusagen dann dasselbe. Selbst im Bayerischen hat sich das ja noch so ein bisschen erhalten, dieser Zigeunerbegriff von Rumzigeinern und was sind das für Zigeuner da drüben und so. Das sind ja alles dann Leute, denen man zuschreibt, dass die eben unsolide sind, unstetig sind, kein festes Einkommen haben und so weiter. Und dieser negative Begriff, ich weiß nicht, soll ich jetzt da so ein bisschen einen Rundumschlag machen? Interessiert Sie das? Also, dieser negative Begriff des Bohème, also diese Abwertung, wurde also dann durch ein Buch von Murger aufgewertet, Szenen aus dem Leben der Bohème. Und der hat jetzt sozusagen seine eigenen Bohème-Jahre als die glücklichsten erlebt, und darüber geschrieben, vignettenartige Beschreibungen all dieser prekären Verhältnisse, der Liebeleien und so weiter. Also er hat jetzt sozusagen diesen Bohème-Begriff aufgewertet und den fast ins, vielleicht wenn man das heute liest, Niedliche gewendet. Und dann gibt es ja auch noch die Oper La Vie de Bohème. Und das hat dem ganzen Bohème-Begriff jetzt dann 1880 so voll zum Durchbruch geholfen. In München, es gibt einen interessanten kurzen Artikel von Robert Lenmann, der eben beschreibt, wie in München, das ja so 1860 rum, tatsächlich mit Paris so um die Wette lief, um die coolste Kunsthauptstadt sozusagen. Und für München war ja der Piloti damals als Akademieprofessor die tragende oder die attraktive Figur, denn der hatte damals so um 1860 rum so eine Formel gefunden, eine Bildformel, wie repräsentiert man oder glorifiziert man diese ganzen Kämpfe, die 1848 diese um die Nationalstaaten ging, also wie glorifiziert man jetzt oder wie entwickelt man Bildprogramme zur Glorifizierung dieses Kampfes oder dieses Ringen um Nationalstaaten. Und deswegen kamen von überall in Europa, also überall dort, wo der Kampf um Nationalstaaten eben tobte, Leute nach München, und also Künstler, junge Künstler nach München, um bei ihm zu lernen. Und deswegen gab es dann in München tatsächlich so eine Art Boomtown-Stimmung. Es wohnten hier wahnsinnig viele Künstler und es gab also auch ein sehr großes Künstlerproletariat. Es blieben natürlich im Endeffekt aus dieser ganzen Szene ein paar übrig, die kennt man ja, die Großfürsten. Also nicht unähnlich wie Baselitz und Konsorten. So. Das Interessante war aber, dass dann ab 1880 hier so eine Art Braindrain stattfand. Also Berlin wurde dann irgendwie doch cooler als München. Und es sind viele Leute weggegangen aus München. Also war so eine richtige Abwanderungswelle eigentlich. Und das Erstaunliche war, dass es München ja dann doch nochmal gerissen hat. Und zwar auf eine ganz interessante Weise, dass eben dann ab 1900 spricht man ja dann von dieser eigentlichen Münchner Bohème. Also das heißt, so diese Mischung aus Expressionismus, Jugendstil, Kosmikerkreis, dass also München dann vor dem Ersten Weltkrieg und also bis zur Räterepublik dann nochmal zur interessanten Kunsthauptstadt gemacht hat. Obwohl, und das war jetzt interessant bei unseren Recherchen, es natürlich dann auch immer so also die Bohème beinhaltet ja, also das sieht man an dem Kosmikerkreis ganz gut, dass eben da Ideen von Blutleuchte und so weiter auftauchten, die die Nazis dann später ganz gut für ihre Ideologie verwerten und einbauen konnten. Also da sieht man natürlich auch in der Art und Weise, wie die Nazis dann so Elemente der Lebensreform aufgenommen haben, dass die natürlich schon so eine Partei waren, die auch relativ hip sein wollten und die mehr oder weniger die interessante Dinge aus der Bohème oder aus der Szene aufgeschnappt haben und in ihre Programme integriert haben. München hatte aber dann ja natürlich, noch eine zweite Sache war natürlich interessant, dass einerseits sozusagen dieser Jugendstil und Expressionismus, also sozusagen vielleicht eher unter Umständen
hedonistische oder direkt aus so einer Lebensfreude herauskommenden Kunststile dann durch den Ersten Weltkrieg so ein bisschen abgeschafft waren, denn dann haben ja Künstler und Intellektuelle hier eigentlich eine kommunistische Republik aus der Stadt gemacht. Und das war für uns interessant zu sehen, wie vielleicht so eine salonartige, unter Umständen fin de siècle Bohème abgelöst wurde durch eben eine ganz radikale politische Bohème, die aber dann natürlich, wie man weiß, 1819 dann ganz brutal niedergeschlagen wurde und eigentlich kann man sagen, ab da war erstmal zappenduster in München. Also von wegen 20er Jahre, Tanz auf dem Vulkan oder sowas, das fand dann eben eher in Berlin statt. Und München wurde ja dann durch die Niederschlagung der Räterepublik hier zum braunen Aufmarschgebiet. Und daran hat ja München auch immer noch ein bisschen zu leiden. So, das war jetzt so ein bisschen so ein Überblick, aber wir haben dann, uns dann auch schon so durch die 50er, 60er, 70er Jahre gehangelt und sind jetzt eben so dabei, so im 10-Jahres-Rhythmus uns jetzt so die Bohème und die verschiedenen Ausformungen zu untersuchen. War das so eine Antwort? Insbesondere auf die aktuelle Zeit, Stichwort Prekariat oder digitale Bohème, ob es sowas noch geben kann, wo letztendlich ja, die Bohème nicht mehr Privileg einer besonderen Gruppe ist. Ja. Ja, da, wie gesagt, wir tasten uns so langsam in die Jetztzeit und natürlich ist es ja auch mehr oder weniger der Ausgangspunkt, diese Art und Weise, wie Bohème momentan so ein seltsames Stichwort ist, zu dem man sich eigentlich nicht so genau verhalten kann, weil man gar nicht weiß, was ist denn darunter gemeint. Also ist es jetzt die digitale Bohème oder ist es jetzt irgendwie Richard Floridas Idee einer Cultural Class, die dann hergenommen wird oder die künstlich angesiedelt wird in, wie hieß die Ausstellung, Shrinking Cities, ja, um so Gentrifizierungsarbeit zu leisten, was ist da eigentlich mit gemeint? Also das ist schon der jetzt, sagen wir, zeitgenössische Hintergrund, die wir versuchen, durch diese historische Recherchen erstmal zu sondieren. Ja, jetzt sag noch deine Frage. Switch jetzt wieder zurück zu Basics, zu ganz grundlegenden Dingen. Und zwar, es würde mich interessieren, was du ganz romantisch gesprochen für eine Vision hast, so für die nächsten 5 Jahre oder was du machen willst in 5 Jahren. Oder gibt es für dich was wie eine Idealvorstellung, eine ideale Produktionsbedingung, ideale Situation, in der du dich als Künstlersubjekt wohlfühlen würdest? Oder als Subjekt überhaupt, gar nicht als Künstlersubjekt, sondern überhaupt als Mensch. So ganz menschlich gefragt irgendwie, also diese, weil das ja spielt ja auch immer, das spielt ja rein in die Produktionsbedingungen, ist ja auch die Situation, in der man sich befindet, um Kunst zu produzieren. Ja, das. Ja, das ist jetzt schon ein ziemlicher Hammer zum Schluss. So leicht ist es nicht. Also mit den idealen Geschichten, das möchte ich schon mal auf keinen Fall sagen. Ich habe irgendwie kein Utopiemodell, wie es richtig gehen könnte oder sowas. Ich denke, es ist immer auch ein Kampf und eine Auseinandersetzung mit eben dieser Frage, wie eine Form von Autonomie sich äußern kann. Und wo diese Autonomie aneckt, und da wird es ja dann erst spannend. Ich will ja, oder oft sind diese Kämpfe um Autonomie ja völlig redundant. Die Frage ist ja nicht sozusagen, wie, also diese Freiheitsbehauptungen, die dann sozusagen durch irgendwelche Gesten oder von mir aus auch besetzte Häuser oder sowas statt artikuliert werden. Die Frage ist ja eben, was macht man dann mit dieser Freiheit? Ja? Und nicht allein, dass ich diese Freiheit jetzt sozusagen hätte, also immer dort, wo die Freiheit aneckt an die angebliche Nichtfreiheit oder so. Das sind meines Erachtens die eigentlichen und wichtigen Dinge. Und was jetzt in Zukunft so ansteht, da bin ich ja natürlich auch kein Prophet, aber natürlich spielt diese Finanzkrise jetzt hier schon eine ziemlich große Rolle für die Existenz des Künstlers und der Künstlerin
Und die Frage ist natürlich, was wird das jetzt alles ausbilden? Und ich glaube, man braucht auch da nicht unbedingt nach so einem neuen Fantasiemodell, dass nur das und das möglich ist, suchen, sondern es wird weiterhin natürlich eine Kunst geben, die diese herrschenden Verhältnisse, die eben mit Macht und finanzieller Ausstattung gesegnet sind, eine Kunst, die das weiterhin glorifiziert und am Leben halten wird, die wird es auf jeden Fall geben, genauso wie es andere Formen der politischen oder neue Formen der politischen oder politisierten Kunst geben wird. Und da sind aber die ganzen Gräben eben jetzt total offen. Also ich hatte dir vorgeschlagen, dass ich noch den Anthony Davis, den Nils Norman und den Jakob Jakobsen mitbringe. Das sind Freunde aus London und Kopenhagen, die mich gerade besuchen, weil wir so eine kleine Arbeitsgruppe haben. Und die dann auch vielleicht innerhalb der Kunst und diesen Bereichen, um die es hier geht, forschen. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, weiterhin sozusagen Kontakte zu halten zu wichtigen Forschungs- und Diskussionspartnern, um eben all diese Dinge, die so um uns herum vonstatten gehen, weiterhin zu untersuchen. Also der Anthony Davis schickt mir jetzt zum Beispiel irgendwie Links zu einer Konferenz in London, wo es darum geht, dass jetzt sozusagen mit städtischer Hilfe dieses Wort, dieses deutsche Wort Instand besetzen, sozusagen nach London transportiert wird und dort sogenannte Slack Spaces gefunden werden, die jetzt sozusagen mit städtischer Hilfe an Künstler gegeben werden sollen im Sinne einer Instandbesetzung. Also Künstler werden jetzt sozusagen ermutigt, was in leerstehenden Gebäuden zu machen, sich selbst zu organisieren, wobei sozusagen die Stadt dann die Miete bezahlt, um eben diese Ausfälle, die jetzt durch die Finanzkrise überall natürlich sichtbar sind, aufzufangen. Die Frage wäre dann eben nur, was produziert das jetzt, wenn das sozusagen jetzt wieder so als sozusagen als Stabilisierungsmoment für städtische Infrastrukturen schon sozusagen von oben her verordnet wird, so eine Art von Instandsbesetzung. Also da ist wiederum die Frage nach der Autonomie da und vielleicht auch nach diesen Kämpfen, die immer sozusagen an den Rändern der Autonomie stattfinden. Ja? Also ist dann so ein Geschenk wirklich das, was man möchte? Oder ist es irgendwie interessanter, wenn man eben sich diese Dinge dann vielleicht einfach nimmt oder erkämpft und eben dann mal sieht, was dann passiert, welche gesellschaftlichen Brüche eben dann solchen Dingen aufscheinen? Und ich glaube, ja, das wird so ein bisschen die Zukunft sein zwischen sozusagen Autonomierungs-, also Kämpfen, die sozusagen aus einer Form der vielleicht gewünschten Autonomie herauskommen und auf der anderen Seite wiederum so Art Eingemeindungsversuche von Firmen und Städten und Gemeinden und dem Staat, der eben genau diese Autonomieversuche versucht wieder zurückzubinden in so die Stabilisierung der eigenen dominanten Verhältnisse oder so. Es ist ja auch ein großer Kontrollmechanismus seitens der Stadt, wenn die dann die Offspaces alle quasi in die Verwaltung nehmen. Ja, sicher. Das ist ja dasselbe, was eben dann auch bei der universitären oder institutionellen Forschung passiert, dass eben immer dort, wo eben Gelder fließen, fließt natürlich auch Kontrolle mit, weil manche kriegen es dann überhaupt schon mal nicht, also kritischere Forschungsprojekte, andere werden halt dann sozusagen permanent an die Leine genommen und müssen sozusagen dann immer mit Zwischenberichten und so weiter beweisen, dass sie jetzt genau den Output liefern, den sie auch versprochen hatten. Und das ist schon mal überhaupt keine Forschung, wenn man vorher schon weiß, was rauskommt. Ich hätte auch noch eine abschließende Frage. Fühlst du dich als Künstler? Ist es dir wichtig, die Bezeichnung Künstler für dich in Anspruch zu nehmen? Bist du genauso gern Forscher? Oder? Nee, also ich würde schon ganz gerne dieses Wort Künstler für mich benutzen, aber ich würde es auch nochmal Unterkategorie, ich wollte schon immer wissen, was das überhaupt ist. Ja, also ich bin lieber einer, der zwar ein Künstler, aber ich möchte rausfinden, was ein Künstler eigentlich ist und deswegen bin ich einer. So.
So, dann sagen wir jetzt Danke zu Stefan Thielen. Okay, danke auch.